Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand Showdown. Heute die Folge, die geht ein bisschen länger. Die geht circa eine Dreiviertelstunde und ist damit ein bisschen länger als sonst meine Handrunden. Aber das ist eine volle Runde, die einfach komplette Eskalation war. Und eigentlich will ich ja bei Hand gar nicht so rumprahlen. Ich sag zwar oft, das sind coole Runden, spannende Runden oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, jeder, der selber Hand spielt, weiß, für jede gute Runde kann es 5 schlechte Runden geben. Deswegen will ich da im Großen und Ganzen gar nicht so sagen, ey, ich bin der geilste Typ der Welt. Aber in der Runde war ich schon ziemlich gut, muss ich sagen. okay, also ich habe mir dieselbe auch nochmal komplett angeguckt, jetzt vorm Hochladen, einfach weil es mir so gut gefallen hat, mir das anzugucken. Ich musste die Folge jetzt einfach mal ein bisschen bewerben, weil es einfach geil war. Ja, wie gesagt, die geht ein bisschen länger, vielleicht gönnt ihr euch einen kleinen Snack dazu, holt euch ein paar Chips, was zu trinken und guckt euch einfach eine Dreiviertelstunde eine wunderschöne Folge an, wie ich finde. Ja, ich hoffe, ihr seht es genauso und ich hau hier jetzt nicht einfach nur irgendwelche Sprüche raus. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Okay, Seven Sisters. Ja. Entweder sind das zwei Chaos-Bombs oder es geht gerade richtig ab. Geht's an einigen Stellen gerade ab auf der Map? Mhm. Ja, wir sind jetzt Duos. Jetzt gibt's mehr Teams auf der Map. Ja, das war vorhin auch ganz gruselig. Irgendwie so 10 Minuten und nicht ein Schuss gefallen bei Duos. Ja. Gruselig. War bei Seven Sisters nicht Bam Bam? Ja, ja. It's a trap. Das ist ein Hive-Akku? Oder? Nee. Oder hast du Sicht gemacht? Ich hab Sicht gemacht. Ah. Oh wow. Perfekt. Nee, Headshot ist egal. Okay. Bin ich's richtig jetzt. Oder ich habe ihn doch die Schulter getroffen als. Egal. Also und jetzt wurde gemacht. Ja. Moses? Ja. Also die Giftmoon hat jetzt schon was gemacht, das ist schon mal ganz gut. Aber die Hives sind auch mit 2 Schuss kaputt, komm. Ja, die sind der Giftmoon. Mach mal das Pferd bitte. Danke. Geld. Warte mal, ich dachte eben links so eine Schritte gehört. Das war Glasscherben. Ne, hier ist keiner lang gelaufen, das Pferd ist eben erst gespawnt. Warte mal, du rennst gerade wieder ein bisschen weg. Ich dachte, ich hätte Glasscherben gehört. Nein, oh ja! Aber sie werden dich nicht auf dem Schirm haben. Ja, dann würde ich sagen. Mhm. Ah, cool, noch 6 Hinweise auf dem Meuchler. Ah,
Achtung, Krähen. Da. Da. Ich dachte, ich weiß dich mal drauf hin. Guck mal, Enten. Ich bin immer noch der Meinung, dass sie einen Agro-Balken haben. Ja, kann ja sein. Ja, du machst es schon kirre und ich löse sie aus. So sieht's aus. Red dir das alles nur schön. Ich red's mir nicht schön. Ich gebe immerhin zu, dass ich sie auslöse. So, jetzt aber Konzentration. Konzentration. Hinten dran wird geschossen. Der Boss selbst ist rot. Steps hinter uns. Ja, ich sehe einen. Kommen Sie rein? Das. Zwei Schuss nicht verfehlt. Das war's. Schön. Ich bin mir jetzt sicher, ob da noch welche hinter uns kommen. Da ist jemand, ja. Auch von hinten, oder was? Ja. Da.
Einer da vorne. Wieder mal keine Sicht. Da hinten dran. Was war das?
Boss-Team, oder? Ja. Du gehst mir jetzt auch noch auf den Sack, oder was? Guck mal bitte auf die Map, ob hier ein Versorgungswagen in der Nähe ist. Ja, nördlich von dir. Lauf ich da richtig? Ah ja, ich seh ihn. Ja. Ah, da bin ich.
Wir sind wieder zu zweit. Den Balken wiederholen. Lauf zu rennen. Oben, oben, oben. Die einen hatten Hit. Es sind beide drüben im anderen Gebäude. Ich hab ein Fass. Ah, Moment, das Fass explodiert nicht bei Giftmunition, oder was? Nee. War das bei dir oder bei mir? Was? Ich hab geschossen. Wo? Ja, immer noch hinter dem Wagen. Okay, ist reingegangen. Der andere ist oben rechts am Fenster, ja. Steps. Bei mir. Keine Sicht. Kein Hit. Und so, Team, mit dir mit. Die platzieren Fallen. Laufen in deine Richtung rum, ne? Ja, hier im Nachbargebäude. Ja, natürlich trifft's den Pop. Ich hab Lags, glaube ich. Das probieren? Ja. Bin Inno Deko.
Laufen hinten dran rum. Hinten, unten. Da hinten. Ein Hit. Hit. Down. Ist nur noch der Red Shirt, ja, ne? Muss kurz nachladen. Der ist noch am Gebäude. Ja. Erreiche ich sie? Nee. Boah. Ich würde ja gerne einfach mit The Crown King reingehen, ne? Ist er da? Ich hab Steps gehört und hat man durch die Wand geschossen. Ich meine, du kannst sie ja up-aimen. Und der ist hier. Mir geht die Muni aus. Ja, mir auch. Soll ich sie anzünden? Wenn du kannst, gerne. Warte, ich hab eine Laterne. Er ist da, er ist unten. Ja. Oh. Wie gesagt, die haben Fallen gelegt. Ja. Egal. Du hast ihn gekillt, ne? Ja, mein Gott, endlich. Alter, du hast den ganzen Server allein gewiped. Sie haben zugesehen, wie Drazar eskaliert ist. Nee, hier liegt einer, den ich nicht getötet habe. Oh, wow. Schön. Nach dem Boss hol mich dann halt die Klappe. Jetzt müsstest du ganz billig am Boss sterben. Es wäre so lächerlich. Aber mich würde es halt auch nicht wundern. Gerade beim Assassin. Brenne ich auch noch. Ich fackel jetzt einfach alles ab. Ich gehe da jetzt kein Risiko ein. Sagen, will der jetzt noch mal Klone machen oder was? Sorry, dass ich jetzt so übervorsichtig bin, aber ich, wie gesagt. Ich sag mal, die Triple Clone Taktik. Die was? Triple Clone Taktik. Jetzt bin ich auch Boss nervöser als von den Spielern. Ja, komm halt jetzt. Aber kein Druck.
Hat schon Schlimmeres im Gesicht. Dieses Wasserrad, ne? Ich mach mal den Stacheldraht weg. Warum? Wir haben doch gute Erfahrungen damit, mich im Stacheldraht hochzuheben. Der Hunter geht danach so verdient in Rente. Ich geh mir mein Lebel wiederholen. Warum? Mit der Crown King hat doch ganz gut funktioniert. Die Lebel hat mehr Kills gemacht. Die hat es verdient, mit rausgenommen zu werden. Und die hat die Schnauze, klar. Aber. Nee, das war der Hunter, genau, das war der. Wir müssen eh jetzt noch alle looten. Du, ich hab glaube ich schon alle tatsächlich. Da kommen doch nicht nur auf 148 Punkte. Naja, wir haben vorher nicht viel gemacht. Acht Hand. Hast du den, der da lag, da hast du nur die Waffe geklaut, den hast du aber nicht gelootet vorhin. Nee, den hab ich eben gelootet. Da liegt einer, den hab ich gelootet. Ja, hier liegt einer, den hab ich gelootet. Hast du gelootet. Dann lag hier noch die Dame, die hab ich gelootet. Ja. Da hinten den Nachtakolyt hab ich gelootet. Die zwei da vorne hab ich gelootet. Mal bei 6, ne? Nee, hast du keinen gekillt. Mensch, muss kurz überlegen. Wie gesagt, da liegt ein Tote, den kann ich nicht mehr looten. Wenn du Crown King willst, kannst du dir dann zeigen, wo sie ist. Nein, oder weiß ich nicht. Noch. Ach so, stimmt ja. So, hier liegt noch jemand. Die konntest du nicht, hast du gesagt. Ja, die hat aber auch keine Waffen, ne? Die hat so gar nichts. Interessant. Ja, vielleicht liegt die Waffe oben auf der Treppe und der Skill ist einfach runtergefallen. Ah, das ist ein Argument. Ah, hier liegt eine Waffe. Wo kommt denn die jetzt her? Ja, die lag oben auf dem Dach, liegt auch eine Waffe. Geh mal hoch. Also hoch im Gebäude. Da liegt ah, da, hier. Okay, vielleicht liegt da oben noch ein Hunter drin. Oder? Alter, ich gehe einfach die Treppe vergessen. Oh wow, dann stirbt am Ende noch ja. Ein Fallschaden hier. Hier liegt noch jemand. Hier ist eine ist Kasse. Ja, ist schon gelootet. Damit wären wir bei 8, ne? Guck mal, da liegen Fallen. Ja, was? Also, wären wir bei 8? Jetzt gehen wir noch davon aus, dass ein Team noch sonst wo gemacht wurde. Und damit ist der Server voll. Ja. Ja, ja, ich hab jetzt nicht groß Angst, dass hier noch jemand ist. Bitter wär's aber. Und es wäre so unser Spielziel. Jetzt noch beim Rausgehen am Ausgang. Hältst du die Schnauze? Keiner da, okay. Ja, die hätten dich schon längst weggesnackt. Dafür habe ich schon viel zu viel erlebt bei dem Spiel. Ja, ja, hit mich auf, ja. So, ja, und dann tob dich mal aus dem Looten. Ich geh zu lang zu einem Versorgungswagen. Erstmal die Olle hier. Ja, bei dem war ausgebrannt. Ich. Die kannst du vielleicht noch. Ne, die war fertig. Hier oben kann ich noch. Hä, wieso konnte ich die nicht? Oh, ich schief, weil du Fassad. Weil du blöd bist. Wo hast du nur den gemacht, den du hier gelockt hast? Hier vorne. Hier draußen. Ah, der hat doch eine Sparken. Auch nur noch 6 Schuss. Boah.
Da hat ja keiner mehr irgendwas gehabt, ne? So, den Rest zeige ich dir. Die konnte ich jetzt auch noch plündern. Dann hast du Geier. Baby, ich hab Geier! Ja, hol dir mal das andere Bounty. Ich bin der Geier. Stimmt, ich hab Geier. Stimmt, auffällig. So, dann haben wir... Gott sei... Hier noch jemanden? Dieser Hunter geht mit so viel übelst psychischen Schaden nach Hause. Ei, was? Oh, 100 Dollar. Da ist einer. Warte mal. Oh, da hat ein Uppercut. Dann... Oh ja, sehr gut. So, die hast du, die zwei hier vorne hast du, die da hinten hast du, dann ist hier noch der Nacktakolyten. Den Nacktakolyten, genau. Da? Ja, ja, ich weiß. Ich hab dir komplett zugeguckt, ich weiß, wo die liegen. Lass mich doch mal nett sein. So, dann haben wir alle. So, oh, 150 nochmal. Schön, schön. Pearl? Ja, 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 komm. Das macht hier absolut keinen Unterschied. Alter, mein Puls. Dieses Spiel, ja, immer wieder erwischt's mich, ne? Respekt. Da konnte man zugucken. Das war schon sehr kinoreif, was du da abgeliefert hast. Ja, ist noch Geld? Hallo, würdest du? Danke. Und nochmal 20. Also ich gebe jetzt hier nichts gemacht, aber mit ungefähr 500 Dollar raus. Ja, ich habe 42. Egal. Egal. Aber ich brauche kein Geld, so eine Runde ist unbezahlbar. Mein vorletzter Tod war eindeutig gestorben bei Internet. Ja. Die ist am Fenster vorbeigeswitcht. Ich habe drauf gedrückt, dann war die schon weg vom Fenster. Dann kam der Schuss, dann war ich tot. Und aber das war nicht durch die Wand. Also da hatte ich jetzt den Eindruck so... In dem Moment hatte ich aber auch einen kurzen Lag. Da ist sie oben runtergesprungen. Ich habe abgedrückt, während sie in der Luft war. Und der Hitmarker kam erst, als sie wieder, als sie schon auf dem Boden war, komplett. Aber auch die Leiche ging ja schon das Sache, die... Dass wir wohl nicht die einzigen waren, wo es im Internet ein bisschen komisch war, wenn die Waffen da so komisch. Wie schon gesagt, die einen Waffen liegen draußen auf dem Dach. Weißt du? Ja, gut, da kommt es drauf an, von wo die erwischt wurden. Die fallen ja quasi vom Hunter weg. Ja, aber die Waffen mussten ja theoretisch von der kommen, die im Haus war, und die lagen ja in die andere Richtung um 90 Grad zu den Waffen. Ja. Das war schon alles. Egal. Es ist mir so egal. Ist doch egal. Geiles Spiel. Ist doch egal. Pearl, gehe ich nur einmal ins Gebäude rein, da weiß ich einen Platz, wo eine Kasse sein kann. Da will ich mal schnell nachgucken. Ich muss die Stelle nur suchen, aber wenn ich sie sehe, weiß ich, dass ich richtig bin. Ich lass das mal ganz kurz auf der Zunge zergehen. Ich weiß, wo eine Kasse ist. Ich muss sie nur kurz suchen. Nein, ich muss den Raum suchen. Ja. Innerhalb vom Gebäude. Ja, aber es war trotzdem wieder so. Ich weiß, wo er ist. Ich muss es suchen. Ach, und ich hab schon gedacht, ich hätte das Spiel verlernt. Das ist der Vorteil, wenn man mit so einem schwachen Hunter wie mir unterwegs ist. Dann hast du ich sag dir ganz ehrlich, ich finde
wir haben ja durchschnittlich 4-Sterne-Hunter, manchmal auch ein 5er dabei. Aber ja, ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, man merkt kaum einen Unterschied, ob das jetzt 4- oder 5-Sterne-Hunter waren. Ich schon. Okay. Ich merke schon einen krassen Unterschied zwischen 3 und 4. Zwischen 3 und 4, ja. Mach keinen Scheiß. Nein, ich weiß es doch. Ich hab nur einen Zombie getötet. Solo. Boah, die Runde geht jetzt fast 3/4 Stunde, ne? Ja, aber hallo, 200 Punkte. Massiv viel Bam Bam Bam. Eskalation. Darauf ein alkoholfreies Bier. So muss das laufen. Herzlichen Glückwunsch. Und auf die 200 Punkte kommen jetzt nochmal 30 fürs Bauteam. Ja, ich hab 10. Immerhin. Level 28, das reicht, damit er in die Grenze geht. Ach, Tante! Du hast gar keinen gemacht, gell? Also ohne jetzt, okay. Ja, finde ich gut. Finde ich, gefällt mir. Null Tötung, aber ich habe unterstützt einmal. Er war hin. Moment, darauf ein Opfergabe. Yeah. Mr. Sherry dankt mir mit einer Ausdauerspritze Schwanz. Sehr schön. Ah. Ich habe die Schwanengesang bekommen. Gerade eben, das ist schon wieder die Runde. Nein, davor die Runde. Ach so, sonst hätte ich dich jetzt echt gehauen. Und das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Hunt Showdown sehen wollt. Und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.